Hallo zusammen, wieder einmal ich und heute geht es um Kartoffelsalat. Das ist der Film von und mit Fresh Torge und da stehe ich jetzt ein wenig blöd da, weil ich nicht genau weiß, wie ich den kommentieren soll. Den kann man nämlich aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und aus eben jenem wirkt er ganz anders. Wenn ich ihn jetzt auf eine reine Filmkritik runterbreche, kann ich schlicht und ergreifend sagen, wahrscheinlich der schlechteste Film, den ich in diesem Jahr bislang im Kino gesehen habe und ich weiß auch nicht, was kommen wird, was das noch unterbieten soll. Bei dem Film gibt es aber eben andere Sachen und je mehr man die jetzt ausführt, desto mehr weicht man von einer normalen Filmkritik ab. Im Grunde ist es ja so, Fresh Torge, heißt in Wirklichkeit Torge Ulrich, lebt irgendwo an der Nordsee, der Ort heißt Wesselbuchen und macht seit einigen Jahren seinen YouTube-Kanal, auf dem er lustige kleine Sketch-Videos macht. Und das hat sich jetzt ausgeweitet, mehr Abonnenten, mehr Möglichkeiten bis rauf ins Kino. Und als YouTuber an sich finde ich es natürlich wahnsinnig spannend, wenn jemand mit seinem kleinen YouTube-Werkeln es bis auf eine Kinoleinwand schafft. Das hat was wirklich Interessantes. Des Weiteren gibt es natürlich noch einen kleinen persönlichen Aspekt, der ist banal, aber Uli und ich sind letztes Jahr Torge mal bei einer Gelegenheit begegnet, haben mal ganz kurz Hallo gesagt und ich fand den Mann einfach so im direkten, wenn er einem gegenübersteht, fand ich sehr sympathisch und deswegen, wenn der Mann jetzt hier mit sowas Erfolg hat, wünsche ich ihm das und habe keinen Grund, ihm das abzuerkennen. Auf der anderen Seite ist dies ein Film, da bin ich jetzt wiederum skeptisch, das war ich beim Trailer schon und das wurde auch voll bestätigt, den man künstlich aufgeblasen hat. Künstlich aufgeblasen heißt, man hat hier jede Gelegenheit genutzt, um entweder namhafte YouTuber oder sonst irgendwie Prominente in den Film einzufügen. Die meisten sind dabei, damit man eben im Trailer sagen kann, jo, die sind dabei, aber es erfüllt nur einen Selbstzweck und es macht für den Film überhaupt nichts. Aber worum geht es an sich? Man hat eine Schule in, ja, der Film sagt es glaube ich nicht genau, aber Wesselbuchen ist halt der Ort, wo es gedreht wurde und da soll es auch vom Gefühl her spielen. Fresh Torge spielt den Schüler Leo, der an eine neue Schule kommt und hofft, dass dort alles ein wenig besser für ihn wird. Was übrigens ein Running Gag ist, dass er jedes Mal angesprochen wird. Du bist doch der Junge, der glaubt, es wird hier besser. Und ich habe kein einziges Mal gelacht. Jedenfalls kommt er auf eine neue Schule, stößt auch da genauso auf denselben Widerstand und kommt nicht an, bis dann auf einmal ein eigenartiger Zombie-Virus an der Schule aufbricht und da wird er der Einzige, der seine infizierten Schüler retten kann. Als Vorbild hatte Fresh Torge da scheinbar die nackte Kanone und deswegen bewegt er sich auch auf diesem, ich sag mal, Dödelniveau. Man muss auch fairerweise sagen, die Clips, die Fresh Torge da gemacht hat, waren meistens relativ albern und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass dieser Film halt auch ziemlich albern ausfällt. Trotzdem, der Film ist an eine Zielgruppe gerichtet und diese Zielgruppe dürfte maximal so im Alter von 13, 14 abwärts liegen. Deswegen, ich saß im Kino und hinter mir beömmelte sich da ein kleines Kind und drumherum war auch fröhliches Kinderlachen zu hören. Ich selber habe mich bei den meisten Gags einfach nur am Kopf gekratzt. Nicht, dass ich was gegen alberne Sachen habe, aber das hier war gelinde gesagt dümmlich, überzogen und eben man merkt den Kommerzgedanken bei all dem, denn zum Beispiel, man kann dick damit werben, dass Otto im Film ist, aber der erfüllt überhaupt keine Funktion, der ist einfach nur in einer Standardszene, die sie wahrscheinlich an einem Tag weggefilmt haben, in seinem Polizeibüro zu sehen, wo immer mal wieder, wenn einer die Polizei ruft, er gerade mal wieder zu blöd ist, ans Telefon zu gehen. Genauso hat man etliche andere YouTuber, die ich noch nicht mal nur aus dem Trailer kenne, natürlich habe ich schon mal gehört, dass es die Lochis und die Außenseiter und Dagi B und sonstiges gibt, aber ich weiß ehrlich gesagt erst durch den Trailer, wer von denen wer ist und im Film erfüllen die eigentlich auch keine wirkliche Funktion, außer, dass wenn da mal so eine Kamerafahrt durch die Klasse kommt und da sitzen die dann und man sagt, ach geil, da sind die Lochis, also Selbstzweck. Wobei ich trotzdem insgesamt vier Leute hervorstechen lassen möchte, blöd formuliert, nämlich zum einen Fresh Torge, nicht unbedingt in diesem Film, aber der Mann hat Potenzial. Dann ist von White Titty Phil Laude dabei. Ich glaube, den könnte man wirklich in einem Film richtig verwenden. Ich finde, der macht das super. Dann, auch wenn ich ihn nicht wirklich mag, Simon Desue macht zumindest hier in diesem Film einen ziemlichen Spaß. Und als letztes bleibt noch Tobias Schenke. Den konnte ich eigentlich auch nie besonders leiden, aber der macht hier in einer Nebenrolle als stockschwuler Polizist dann doch ein paar Lacher. Und das ist generell das ganze Problem. Der Film ist albern, dümmlich und die meisten Gags sind Rohrkrepiere. Zwischen diesen ganzen Rohrkrepieren ist aber dann doch immer mal wieder ein einzelner richtig guter. Und deswegen, ich weiß halt nicht, wie man das jetzt sagen soll. Lohnt sich nicht. Der Film richtet sich halt an eine Zielgruppe. Ich selber bin kein absoluter Gucker von Star-YouTubern. Ich habe halt nur einige Sachen von Torge geguckt und kann deswegen den einen oder anderen Insider verstehen. Zum Beispiel, wenn der da in der Eröffnungsszene zur Schule fährt, ihm eine Frau zuwinkt und ich weiß, dass die Frau ist seine Mutter. Oder aber wenn Torge, das ist auch ganz gut, in mehreren Rollen, die er auf seinem Kanal spielt, zum Beispiel Polizeimeister Ronny oder so, kleine Nebenrollen hat. Der Film, wenn man ihn halt unter dem Aspekt sieht, YouTuber, die es ins Kino schaffen, sehr interessant. Unter dem Aspekt, Blödelfilm, der versucht, irgendwie jeden halbwegs Prominenten, den man irgendwie anrufen konnte, vor die Kamera zu zerren,
furchtbar, weil es absolut ineffektiv ist. Vor allem Martin Schneider hat, glaube ich, die peinlichsten 2 Minuten, die ich seit langem im Kino gesehen habe. Und als Komödie sehr albern, sehr dümmlich und eher knapp am Ziel vorbei. Ich glaube auch nicht, dass der Film wirklich so ein Kassenhit wird, weil da werden jetzt die ersten 2 Wochen, wenn er läuft, alle die reingehen, die ihre Eltern ordentlich bearbeitet haben, und danach läuft er vor leeren Bänken. Ich selber bewerte ihn auch mit sehr enttäuschten 2 von 5 Punkten. Wie gesagt, ich finde es schade, weil ich Torge sympathisch finde, den Kanal sympathisch finde, aber ich glaube, das Konzept, dass YouTuber sich jetzt ins Kino bewegen, wird jetzt hier erstmal bei diesem Einzelfall bleiben. Soweit ich weiß, ist Waititi, die ja auch im Film sind, auch dabei, einen Kinofilm zu machen, aber ich glaube auch nicht, dass da jenseits eines Films wie diesem hier was bei rauskommt, und ich glaube auch nicht, dass die ganzen Schönheitsqueens oder Beauty-Channels da jetzt bald irgendwie auf eine Leinwand gehen. In diesem Sinne, 2 von 5 Punkten für Kartoffelsalat, guten Hunger und bis dann. Ciao!